Freunde, willkommen bei DDT. Ich habe hier ein Döschen Aioli und ich werde mir das jetzt vollkommen in die Fresse donnern. Alter, okay, das ist... okay, das war mega widerlich, Alter. Das mache ich nie wieder. Alles ich klar. Ich habe Aioli in der Nase. Hallo. Okay. Ja, dann übernehme ich mal an der Stelle. Herzlich willkommen zurück bei TTT. Wir sind diesmal nicht nur zu viert, sondern zu fünft. Es ist nämlich noch jemand mit dazugekommen, ganz spontan. Hallo! Enzo, genau. Hallo! Der wohlgemerkt kaum Ahnung hat von TTT, weil er es seit ungefähr einer halben Stunde hat. So sieht's aus, Leute. Aber ich hab Aioli in der Nase. Alter, ich hab mir das... Wieso, es sieht doch niemand. Wieso mache ich das wirklich? Also, ich habe versucht, praktisch so zu tun, als würde ich reden. An der Stelle hat es dann allerdings jeder, glaube ich, gemerkt, dass ich das gar nicht war. Okay, wir sind momentan... Ja, bei Enzo lädt's wahrscheinlich wieder. Bei mir steht Workshop complete, aber tut sich nichts. Ja, das kommt jetzt gleich dann. Gut. Nein! Alter, diese Leiter hier. Was? Hallo? Das ist kein Stripclub, wo wir hier sind. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin enttäuscht. Auf der anderen Seite ist einer. Also ich bin mir noch nicht sicher, wo ich hier bin. Ich renne hier irgendwo. Okay. Drecks-PC. Drecks-Computer, ey. Oh, ich bin gerade in einem Stripclub. Oh, jetzt geht's los hier. Hier steht eine Frau. Bin ich tot. Die spielt. Ey, schießt jemand? Ja, das war ich. Ich glaube übrigens, dass Yannick Traitor ist. Wieso? Weil er nicht gerade was komisch piep piep gesagt hat, als du hier warst. Ich bin hier bei Matt. Ja, ich bin bei Tjark. Du bist... Hä? Oh, ja, wie bist du da oben hingekommen, Mann? Ich vertraue dir jetzt mal ausnahmsweise, okay? Ich hocke hier schon die ganze Zeit. Bist du Erne schon gleich, habe ich eine Kugel im Rücken. Nee, ich glaube eher andersrum. Ja, aber ja. Ich vertraue dir. Da war ich doch gerade oben. Ja, ich weiß. Warte, Vorsicht, Jack. Muss ich irgendwie ins Spiel joinen oder muss Nein, ich erstmal zugucken? Du musst jetzt eine Runde warten, weil du halt zu spät gejoint bist halt im Prinzip. Ach so, okay. Das heißt, du bist im Prinzip tot, also du lebst nicht. Psst. Stripperin. Warte, ich komme vorbei. Ich hab jetzt keine Spanne. Diese Bilder hier, ne? Nackte Weiber, warte ich. Alter. Ihre Performance ist nicht schlecht, die gefällt mir. Ah, Club Stieler. Stuhl in der Hand hat, Alter. In diesem... wo kommt die Stimme her? Die kommt voll die Stimme. Es ist französisch. Oh Gott. Alter, Tjark. Ja? Wo bist du? Komm mal her. Komm mal zurück zur Stripbühne. Komm mal her. Ja. Guck dir diesen Booty an. Ja. Guck ihn dir an. Also, die will ich lieber haben als die komische Stripperin. Ja, wer kommt da an? Ja, ich entspann dich. Okay. Ich krieg ein Telefon. Moment. Warte mal kurz. Ah, schade, kann sie leider nicht mitnehmen. Aber ich hab. Gesehen, gegenüber ist eine Frittenbude. Ja, lass mal fressen gehen. Fritten sind ungesund, habe ich gehört. Okay, ich habe gerade schon gedacht, es ist bestimmt jemand gestorben. Aber jetzt bin ich mir sicher, danke. Tjark ist tot. Okay. Domi? Leck mich doch, Yannick, Alter! Du tötest immer meine Freunde. Das finde ich voll scheiße von dir. Was? Oh, das wäre auch langweilig gewesen. Was? Ah, Death Note hat nicht funktioniert. Ach so, ja, okay, hab's mir schon gedacht. Du Penner, Alter. Wo kommt die Lady Gaga Musik her? Schöne Lady Gaga Musik. Ich stehe im Hinterhof und auf einmal spielt der Telefon von Lady Gaga und Beyoncé, Alter.
Telefon. Was geht hier ab, Alter? Ich weiß nicht, was hier los ist. Wo kommt die Musik her, Alter? Was ist das denn für eine Map, Alter? Nein! Ich hab dich doch gesehen! Aber ich wusste es, Yannick! Ich hab's. Was? Ja, als ich auf dem Dach war, da war dieses Pliep-Pliep-Geräusch, wenn man eben genau dieses Unsichtbarkeitsding da eben macht, dieses Ding. Ja, genau. Nur ich war mir ja nicht sicher, weil ich wusste ja nicht, hätte sein können, dass es direkt auf der anderen Seite von der Wand Tobi oder so ich steht. Ich seh nur Tjark und Domi auf einen Haufen, auf einmal fliegen die. Ey, das ist so lustig, Alter. Das ist so lustig. So, Leute, das erste Mal zu fünft. Ja. Oh, Yannick, ey, du. Boah. Aber ey, du hast die Musik auch gehört, oder? Nee, ehrlich gesagt nicht. Aber es kann sein, dass meine Musik aus ist. Warum zum Fick bin ich an der Häuserwand gespawnt? What the fuck? Achso, der hat das Luftding reingesprungen. Dominik, guck dir mal an, wo ich gespawnt bin! Warte mal, wo bist du? Ey, wie länger hat man nochmal eine Runde drin zählt? What the fuck? Linksklick. Was ist das? Ich bin tot. Ah, nee, doch nicht. Jetzt bin ich wahrscheinlich tot. Ja, Alter. Tobi, da bin ich eben dran gestorben. Gerade bei der. Alter! Ja, ich chill jetzt. Sorry, Mann. Ich hab mich erschrocken. Wirklich. Ich bin nicht Traitor, ich hab mich erschrocken. Es tut mir leid. Also, wenn Enzo wounded ist, dann war ich das. Es tut mir wirklich leid. Ich hab mich erschrocken. Alter. Sorry, Mann. Oh, fuck, ey. Hab ich mich erschrocken. Und ich bin auch wounded. Oh, da ist jemand gestorben. Ja. Ja, glaube ich auch. Wer ist noch alles da? Wahrscheinlich ist Tobi gestorben. Also ich bin noch am Leben. Hast du verdient, du Sau! Du Wichser! Du Sau! Ich bin hier voll down! Und ich vergnüge mich hier gerade mit einer leicht bekleideten Dame. Ja, schön. Und schiebe ihr... Aha, Dominik. Nice, dass hier so viele Shotguns rumliegen. Damit kann man hier richtig viel anfangen. Oh, ich drehe am Rad, Alter. Ohne Witz, so ein Scheiß. Ich gehe eine scheiß Leiter hoch und da geht's irgendwie so hin und falsch runter, ey. Bäm, läuft. Alter, was will man hier mit der verfickten Shotgun? Ich hab auch... Nein. Oh, da ist dieses Luftding wieder. Oh, fast nochmal drüber gelatscht. Ey, warum bist du so angeschlagen, Yannick? Weil ich runtergefallen bin, weil ich an der Häuserwand gespawnt bin. Oh, Lapdance! Alles klar, das freut mich. Lapdance? Aha, kann man hier... Okay... Du Pisser, Yannick ist es! Ich hab mich geschossen. Nein, ich wollte dich nicht damit töten, ich hab nicht gedacht, dass er jetzt Schaden macht, sorry. Oha, und der Schuss, der war verdammt nah. Nö! Da kommt fast runtergeflogen, Alter, what the fuck? Behindert, Mann! Regeln! A stripper must wear her panties all the time. No genital contact is allowed. Ich glaube, Tobi ist ein Fass. Ist auch ziemlich assi, dass man in explodierende Fässer reingehen kann. Da kann man Leute auch ziemlich hart ficken. Hey, jetzt bin ich wieder hier? Was zur Hölle? Hey, Tjark, du Sau. Wer hat jemand auf mich geschossen? Ja, Dominik war's. Fuck. In dem Moment bewegt er sich wieder. Er steht die ganze Zeit auf einer Stelle. Ich ziele, schieße und in dem Moment geht er weg. Das macht Tjark immer. Ist auch so. Dominik, du Penner, Alter. Ja nun, du warst schon round und du stehst vor mir, hallo, was soll ich machen? Nicht in Ruhe lassen.
Steht der da mit der Silence Pistol oder der? Ja, das war diese die Giftpistole. Nee, die einen dann keine Waffen mehr aufheben lassen, keine Waffen mehr benutzen lässt, weißt du? Und ich wollte es bei hatte bei Tiag machen und dann dachte er, ich kann keine Waffen mehr benutzen. Und alle so, ja, klar. Hätte ihm gerne. Tiag, du Pisser. Was? Wenn ich dich sehe, kick ich dich jetzt gleich. Ist mir egal, ob ich Trader bin oder nicht. Was sind denn das hier für Ausdrücke? Lieber Ganz Händler, ja, Jungs, kommt Ausdrücke. Her. Kommt an mein Fenster und seht mir zu. Tiag killed you, he was innocent. Arsche. Tiag, schieß auf mich. Und ja, obwohl ich kein Trader bin, weil ich bin noch Prepa-Ring. Prepa-Ring? Prepa-View heißt er. Nein, what the fuck? Oh. Nein! Alter, das Luftding. Enzo, Alter, Enzo hat mich angeschossen, Mann. Ja, Alter, war Prepa-Ring. Ja, was denn Prepa-Ring? Ich hab nur 22 Leben, du Pisser. Ey. Leute, was denn dann? Ey, aus Versehen. Nix, ey. Was ist denn aus Versehen, Alter? Ja, aus Versehen. Am Arsch. Ja, aber du gerade, wo? Ich bleib jetzt freiwillig bei Enzo und wenn er mich wirklich tötet, dann ist er, dann wisst ihr, dass er Trator ist. Penetrator. Hm? Penetrator, dann legst du schon lange auf der Erde, mein Freund. Ja, es ist, Domi ist gestorben. Er ist runtergefahren. Tobi ist tot. Leute. Alter, ich hab noch keinen von euch gesehen, ne? Domi ist down. Confirmed dead ist er. So, mal gucken. Metz ist auch tot. Ihr Pisser, Alter. Na? Genießt du meine Show? Moment, wie kommen wir denn da rein, bitte? Indem du hier spawnst. Tiag und Yannick sind noch übrig, aha. Und du? Na, aber es reicht. Warte. Echt jetzt? Jo, wer schießt denn da? Ich. Was soll der Scheiß hier? Willst du mich verarschen? Was zur Hölle? Läuft diese Runde? Moment. Kurze Analyse. Domi, wie bist du gestorben? Ich bin in das Ding gelaufen und bin hochgeflogen. So, ich bin gestorben. Ich habe Domis Leiche analysiert, bin aus Versehen einen Schritt nach hinten gegangen. Oh, auch runtergefallen. Tiag ist auch runtergefallen. Also keiner wurde hier von irgendjemandem gekillt. Wir sind einfach selbst gestorben. Ja, ich hab's einfach nicht gesehen. Und Yannick spawnt in der Garage, die er nicht aufkriegt. Ja. Wo er nie wieder rauskommt. Oder? Lol, oben. Da oben. Was ist das denn, ey? Alter, was für eine Runde, weißt du? Was ist das denn hier, ey? Alle fallen einfach vom Häuser. Dass Tiag dann auch noch Traitor war wenigstens und er als Traitor dann auch noch gestorben ist, ansonsten hätte der Traitor nichts zu tun gehabt. Also bei mir sah es so aus, als ob Tiag, der hat irgendwie, wollte Yannick abschießen, er ist bei mir in die Luft geflogen und dann aufgeklatscht. Ja. Ja, da, ihr müsst aufpassen, auf der Straße sind so zwei Löcher, wenn ihr da drauf geht, dann werdet ihr so nach oben geschossen. Eine ganz kurze Frage, von dieser großen Reklame auf dem Dach, gibt's da irgendwo eine Leiter? Ah, hier ist ein Rohr. Lol, ich dachte auch schon, ich komme da nicht wieder weg. Hier ist ein Solarium, da ist eine verbrannte Leiche in einem Solariumsding. Okay, ja gut, kann sein. Ist das eine Anspielung auf Final Day? Nee, schon? Nein, Tiag! Tiag, spring, bitte, spring! Ja, gut, okay, wir sind wieder frei. Tiag und ich waren irgendwie ineinander. Wieder mal. Ich weiß, ach so nennt ihr das also. So, ein Budweiser für $5. Sunday, 2-for-1. Ah, Hauptsache bei der einen Stripperin ist ein großes Loch. Aha. Kann man die auch irgendwo wieder runter? Geh lieber von dir weg. Hauptsache diese eine Stripperin hat ein riesen Loch. Hinter sich in der Kabine. Ey, komme ich jetzt hier eigentlich irgendwo wieder raus? Hallo? Hallo? Wer schießt da? Wer schießt da? Hä? Hallo? Enzo? Tiag? Ja?
Ist das nicht so gewollt? Ja, ich bin auch da. Kann es sein, dass ich bin auch da. Ist? Ah, nein, gut. Was ist denn, Tobi? Ich weiß halt echt, ob das gewollt ist. Oh mein Gott, ich glaube, Tobi ist tot. Er hat nicht ja gesagt. Irgendjemand verprügelt auch irgendjemand so auf dem Klo. Jo, er schießt auf mich. Jo, wer hat da gerade mit der Shotgun geschossen? Das war ich, aber fast geschossen. Nee, ich habe was fast geschossen neben dir. Okay. Oh, hier ist ja noch ein Fahrstuhl, okay. Also die Map gefällt mir auf jeden Fall schon besser. Diese Map hat auf jeden Fall sehr viele Punkte, wo man irgendwo entlang kann plötzlich. Jagd zieht mit der Sniper auf mich. Ja. Ja. Wie ich einfach drei Leute jetzt im Blickfeld hab. Funktioniert. Alter. Oh mein Gott, Jagd zieht auf mich mit einer Pistole oder so. Jack ist. Yannick, ich sehe das. Oh, Yannick ist es. Oder Enzo. Nee, wieso bin ich das? Ist ganz schön ruhig geworden hier. Wer lebt noch alles? Keine Ahnung. Alter, Enzo war auch so Teil! Diese Teile bei Pins, ne? Alter, die sind Wahnsinn, ey. Ach, lol, ja, okay. Mann, ist jeder Boom tot! Das war ja nicht so. Warum war ich das? Ja, und plötzlich sterbe ich auch, weißt du, ich denke, wo kann er bloß sein? Tot. Alter, ich wusste, dass du es warst. Ich hab bloß nicht schnell genug gezielt. Ja, Enzo, hab ich, ich bin eine Treppe hochgegangen, hab irgendwie so im Augenwinkel irgendwas gesehen, hab ich umgedreht, dann saß der über der Treppe. Ja, ich hab mal ein bisschen die Map ausgekundschaftet, dachte mal, komm, hier findet mich erstmal keiner. Jo, er dreht sich um und gibt mir direkt One-Shot, Alter. Ja, das ist ja nicht, ne? Also, wie gesagt. Hier bleibt auch echt viel zu oft einfach stehen. Ey, wie komm ich hier raus, Alter? Wo bist du? Ah, okay. Warst du oben in so einem Raum, wo du nur durch den Lüftungsschacht wieder rauskommst? Ich musste so ein Fenster kaputt schießen. Ah, okay. Ja, aber hier gibt's nämlich auch noch irgendwo so einen Raum, wo man einfach so zu einem Lüfter gehen kann. Okay, Videopoker. Was haben wir hier? Aha. Habt ihr das gerade auch gehört? Wollt ihr eine Jacke haben? Tja, macht also die Garderobe ja. Meine Jacke ist die V5. Ah, die weiße Jacke, ne? Genau. Weil du also auf mich zielst, hau ich erstmal ab, Alter. Ja, ich hatte irgendwie. Es hat mich im Finger gejuckt. Moment. Naja. Ich glaube, er ist mich lieber. Er hat mir meine Jacke nicht gegeben, Tjark ist später. Ja, gleich muss ich arbeiten. Ihr hat jemand geschossen. Hä? Man kommt hinter der Stripperin wieder raus? Was ist das denn? Okay. Ach ja, hier ist das Solarium mit der Was Karte. Ist ma? Ich hab mein Essen schon gemacht. Typisch. Es ändert sich wirklich nie was. Nein! Ja, vor allem sieht sie das doch, ey! Mein Gott! Ich bin hier voll konzentriert, ey! Ah, hier war ich schon mal. Okay, jetzt bin ich mir aber sicher, Enzo lebt noch. Ja. Ja, ich lebe noch. Ja, der läuft schon rum. Und ich hänge fest. Ich hab noch niemanden. Ja, dass du ein Hänger bist, Alter, dass du irgendwo hängen geblieben bist, das weiß jeder. Ach ja. Leute. Ach, fick dich in den Arsch, ey! Okay, Enzo war sogar Traitor. Ja, ey. Als du mich erschossen hast, Mann. Was hast du gemacht, Enzo? Ich bin runtergefallen. Keine Ahnung wie. Ich hatte keine Money mehr. Och, Menno. Hier unten, hinter dir.
Northern fit you with Buckshots. Das Problem. Ich wollte eigentlich nur runterspringen. Ich habe eigentlich dieses komische Death Note gesucht, aber es gibt ja so viele Sachen, habe ich aufgegeben, habe irgendwas gekauft, ey. Ja. Das Death Note ist das schwarze Buch da. Ich glaube, das ist sogar relativ weit oben. Ja. Ansonsten, irgendwas zu kaufen ist am Anfang eigentlich gar nicht so verkehrt. Weil die meisten Sachen machen irgendwas Sinnvolles. Ja. Und was sie dann genau machen, findest du halt dann heraus. Ich hatte so eine Silence an. Ich dachte, ich ist schon gut. Na, auf jeden Fall. Na, super. Ja, ist ja noch preparing. Hat bei euch eigentlich dieser weiße LKW von innen eine Textur? Boah, keine Ahnung. Bei mir nämlich nicht, der ist nämlich der. Nee, ganze. Bei mir auch nicht. Und hier dieses Parkenverbotsschild auch. Das sieht dann von innen echt auch widerlich aus. Alter, LKW, schieß auf mich. Ich hab nur 15 AP. Ich sehe jetzt erst, dass eine Werbung für 7-Up ist. Mensch, yo! Das ist ja schön. Falls jemand fragt, ich bin übrigens wieder auf den scheiß Goodie getreten. Deswegen bin ich hurt. Falls jemand fragt, ich versuche, ja super. Ja, Metz ist wounded. Hä? Ja? Wie denn? Wie komme ich denn hier rüber? Explosion? Also, einfach laufen. Explosionen? Hi Tobi, ich bin übrigens auch verwundet. Hi Enzo. Mehr Explosionen! Wir brauchen mehr Explosionen! Explosionen! Oben ist einer auf dem Dach. Weiß, genau. Der Yannick? Kann ja nur Yannick sein, ey. Ja, sicher. Na, kann auch Chuck sein, ne? Theoretisch. Yeah. Lebt Chuck noch? Ja. Ich schau lieber ab, okay. Bevor der mir ziemlich kaputt bin. Bevor ich den Kügelchen drücke. Das wissen wir auch bereits. Oh, Yannick hat zugegeben, dass er Traitor ist. Ich hab nur gesehen. Ja. Denk, was du willst. Ich glaube, du bist immer ein Traitor. Ja, ich weiß. Deswegen sage ich da auch nichts mehr gegen. Chuck hat auf irgendjemanden geschossen mit einer Pistole. Chuck, warum hast du das gemacht und wieso rennst du jetzt weg? Weil das Yannick war. Wieso schießt du auf Yannick einfach? Ich hab nicht mitbekommen, dass du auf mich geschossen hast. Hey, was? Was? Lass mich in Ruhe. Was ist das für eine Musik? Ja, aber dann lass du mich in Ruhe. Ja, das hatte ich auch, Tobi. Du bist ja auch in so eine rote Kabine reingegangen, ne? Nee. Statt im Hinterhof. Ja, aber, ey, ohne Scheiß. Wer jetzt nicht Traitor ist. Jo! What the fuck? Warum zum Fick schießt du auf mich? Ich hab mich erschrocken. Achso, ja, weil ich da hinten am Arsch der Welt war! Dann okay, Tiago ist Traitor. Enzo, komm mal bitte einmal mit. Ich bin nicht Traitor, wirklich. Tiago ist Traitor. Geh mal hier in die Kabine. Ich bin mit, ey. What the fuck? Ist Tiago tot? Nein, ich hatte gerade einen Bug. Alter, was geht da denn ab? Es war voll sinnlos, oder? Da oben stand einer, es war Yannick. Ich hab ihn gesehen. Am Arsch. Ich stand hinter dir, du Pisser. Ja, mich erstmal abknallen und dann mir auch noch die Schuld in den Schuh schieben, oder? Wo bist du denn? Er ist irgendwo auf dem. Alter, mit Dimmel. Nicht viel reden. Richtig gut, ne? Hier unten. Ja, Enzo, und ich weiß auch, wie du hier wieder rauskommst. Das ist richtig gut. Ja, wie denn? Ich find's selber hier, heraus. Oder was? Oh, interessant. Ja. Scheiße auch. Enzo. Hä? Hä? Wie geht's? Ah, okay. Das ist voll sinnlos. Behindert. Okay, wer lebt denn jetzt noch alles? Also außer Enzo, ja. Der die ganze Zeit neben mir war. Ey, warte mal, Alter. Den ficken wir jetzt. Tiag? Tobi, Yannick? Next. Das kann überhaupt nicht sein. Als Moldemick. Ja, wie denn? Wir waren die ganze Zeit nebeneinander. Ja. Ja, hier, bestimmt Yannick, der will uns wieder verarschen, ne? Ja, aber wo, Tobi kann das auch. Wir müssen die Leichen, ach, ich hasse diesen Fahrstuhl. Nein! Ich explodiere gleich! Yannick, ich hasse dich! Ich hasse dich, Yannick! Ah, Yannick. Wo bist du? Ich muss dich in den Tod reißen. Ich bin auf dem Dach. Oh, ich hab ihn sogar explodieren sehen, wie schön. Oh, Enzo, wo bist du? Ja, komm her, mein Freund. Come on in. Ich glaube, ich hab was gesehen, ey. Ich hab ein bisschen Schiss gerade. Sit down, relax. You know, I got a few things. I'd like to share them with you. Wow, nipples. Yes.
lustig? Oh yes. Aber ich will sie mal salopp. Oh, Scheiße, ey. Boah, war der Wichs. Wichser, wer hat mich gesehen, Alter? Ich hatte Radar. Oh, du Pisser, Alter. Ja, natürlich, Alter, mit Radar kann jeder gewinnen. So. Scheiße, ey. Aber egal. Boah, Leute, damit ist die Folge auch schon wieder vorbei. 25 Minuten, passt von der Zeit her wunderbar. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder auf einer der Maps, die gleich ausgewählt werden. Bis dann. Ciao. Ciao, Mann. Ciao.